Hallo und herzlich willkommen bei Volksfreund TV. Die Themen des Tages aus der Region im Überblick. Vorhafen der Windricher Schleuse wird ausgebaut. Tag der Förderschulen. Ortsumgehung soll zum Jahresende fertig sein. An der Windricher Schleuse rollen derzeit die Bagger. Der obere Vorhafen wird ausgebaut, damit Moselabwärts fahrende Schiffe auch bei hohem Wasserstand problemlos die Schleuse passieren können. Viel Erde wird derzeit an der Windricher Schleuse bewegt. Dort wird der obere Vorhafen ausgebaut. Quasi schon einmal als Vorgriff auf die zweite Schleusenkammer, die hier, wie an den anderen Moselschleusen auch, in absehbarer Zeit errichtet werden soll. Nötig sei dieser Ausbau schon lange, berichten die Baubevollmächtigte Eleonore Bernarding vom Wasser- und Schifffahrtsamt Trier und Marc Spaniel, der Leiter der Außenstelle Bernkastel-Kues. In diesem Bereich des Flusses gäbe es schwierige Strömungsverhältnisse, erläutern die Experten. Sie führen dazu, dass speziell bei höheren Wasserständen die Moselabwärts fahrenden Schiffe zum rechten Ufer hin abdriften. Die Schleuse dagegen liegt auf der linken Moselseite. Der Ausbau des Vorhafens soll dieses Problem beheben. Der bisherige Vorhafen erfährt dafür eine Erweiterung zum Ufer hin. Ausgehoben werden dafür etwa 92.000 Kubikmeter Erde. 12.000 Kubikmeter davon werden unter anderem zur Erdangleichung wieder eingebaut. Der Rest wird mit Lastwagen zu nahegelegenen Kiesgruben transportiert und dort eingebaut. Neu entstehen wird eine 450 Meter lange und 10 Meter hohe Uferwand. Für den Bau werden 600 Tonnen Stahl verarbeitet. Insgesamt sind 4,5 Millionen Euro für die Bauarbeiten veranschlagt, die bis ins Jahr 2009 dauern werden. Wie bei solchen Projekten üblich, ist auch eine Ersatzmaßnahme Teil der Ausschreibung. Etwa 3 Kilometer flussabwärts in der Nähe der Mienheimer Brücke wird im linken Ufervorland ein Flachwasserbereich mit Nebenarm entstehen. Dafür werden 12.000 Kubikmeter Erde bewegt. Die Kurzmeldungen des Tages. Mit Ärzten und Kommunalpolitikern diskutierten rund 40 Bürger beim TV-Stammtisch in Murbach über das Thema Ärztebereitschaftsdienst. Der Grund: Braucht am Wochenende ein Murbacher einen Doktor, muss er nach Birkenfeld fahren. Die Murbacher Ärzte haben sich zum 1. April der dortigen Bereitschaftszentrale angeschlossen. Die Bürger sind darüber nicht erfreut, haben aber wegen der hohen Arbeitsbelastung der Ärzte Verständnis für diese Regelung. Das wurde gestern Abend beim von Redakteurin Ilse Rosenschild moderierten TV-Stammtisch deutlich. Die Bereitschaftszentrale in Birkenfeld ist Samstag von 7 Uhr bis Montag 7 Uhr rund um die Uhr besetzt. Von dort werden auch Hausbesuche vorgenommen. Die Murbacher fordern aber mit Nachdruck, dass ihre Gemeinde Notarztstandort wird. Trierweiler. Bei der Vorstellung des Bebauungsplans für ein Demenzzentrum in der Nachbarschaft der Seniorenresidenz Niederweiler Hof in Trierweiler haben einige Anwohner Anregungen und Bedenken vorgebracht. Insbesondere befürchten sie Probleme durch die Zunahme von Verkehr und Lärm durch Fahrzeuge und Patienten. Das Zentrum soll auf dem Parkgelände des bestehenden Altenheims gebaut werden und für 40 Personen in offener Wohnform Platz bieten. Das Projekt soll etwa 10 Millionen Euro kosten und 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Wittlich. Um 4% im Jahresvergleich zurückgegangen ist die Zahl der Straftaten im Bereich der Polizei Wittlich. 1791 Taten wurden 2007 bearbeitet. Stark zugenommen hat die Zahl der Rauschgiftdelikte. Das liegt nach Auskunft der Polizei vor allem an der gestiegenen Zahl derjenigen, die mit Alkohol oder unter Drogen am Steuer eines Fahrzeuges erwischt wurden. Entgegen der landläufigen Meinung, kein Schwerpunkt der Kriminalität, ist nach Erkenntnissen der Polizei der Bereich des Wittlicher Busbahnhofs. Weniger als 25 Delikte sind vergangenes Jahr angezeigt worden, die dort stattgefunden haben. Zahlreiche Förderschulen aus dem Bistum Trier haben am Mittwoch die Heilig-Rock-Tage besucht. Dabei zeichnete sich vor allem die St. Helena-Schule als Organisator aus. Sie bot zahlreiche Projekte, Aktionen und Theater an. Erneut verwandelte sich der Dom beim Tag der Förderschulen in eine bunte Kinderlandschaft.
Luftballons flogen gen Himmel. Es wurden Theater gespielt und neugierige Kinderaugen flunkerten über das Glaszelt, in dem der heilige Rock aufbewahrt wird. Während im Treffpunktzelt gemeinsam musiziert wurde, gab es im Innenhof des bischöflichen Generalvikariats Workshops und Mitmachgeschichten. Dass auch dieser Tag zu einem vollen Erfolg wurde, verdankt das Organisationsteam vor allem der St. Helena Schule, die im Schatten des Domes liegt. 45 angehende Erzieher, alles Schüler zweier Unterstufenklassen, kümmerten sich um die Förderschüler. Auf dem Domfreihof gab es eine Klagemauer, an der Förderschüler ihre Nöte ausdrücken konnten. Unser Projekt ist die Klagemauer und im Judentum war die Klagemauer für die Leute da, um ihre Sorgen und Nöte darzulegen. Und das bieten wir jetzt heute für die Kinder an. Dass sie einfach Ängste oder Sorgen, wie zum Beispiel, dass ihre Mutter wieder gesund werden soll oder dass sie traurig sind, dass ihre Oma gestorben ist, können sie ihr niederschreiben. Zum zweiten Mal fand der Tag der Förderschüler im Rahmen der Heilig-Rock-Tage statt. Sehr zur Freude der vielen Teilnehmer. Wie hat es dir denn bis jetzt hier gefallen? Was hat dir am besten gefallen? Luftballon. Den Luftballon. Der gotische Saal im Kreuzgang war jedes Mal gut gefüllt, wenn die Geschichte von Josef vorgeführt wurde. Vier Schülerinnen der St. Helena Schule führten die Geschichte als Tischtheater auf und konnten sich der Freude der Kinder sicher sein. Egal ob hier oder bei anderen Veranstaltungen. Nahezu alle Schüler beteiligten sich mit viel Eifer an den Angeboten. Hier und da mischte sich auch Diözesanadministrator Rudolf Brahm unter das Volk. Die Förderschulen sind vor allem deswegen wichtig, weil hier ein besonderer sozialer Akzent aufgesetzt wird. Das wollen wir als Kirche in besonderer Weise unterstützen. Freuen wir uns, dass die Betreuerinnen und Betreuer mit den Jugendlichen kommen. Viele Hintergrundberichte, Fotostrecken und alle Videos rund um den Heiligen Rock finden Sie übrigens auf volksfreund.de. Stoßstange an Stoßstange. Durch die kleine Eifelgemeinde Wolfsfeld rattern täglich rund 10.000 Fahrzeuge über die B257, die Bitburg mit Luxemburg verbindet. Die Ortsumgehung soll noch in diesem Jahr fertiggestellt sein. Keine Frage, der Verkehrslärm mindert die Lebensqualität der Wolfsfelder. Laut Verkehrsprognosen sollen es in 7 Jahren sogar bis zu 15.000 Autos sein. Die Bundesstraße 257 verbindet unter anderem Bitburg mit dem luxemburgischen Echternach und ist deshalb eine von Pendler viel befahrene Route von und ins Ländchen. Entlastung bringt die Ortsumgehung, in die der Bund rund 7,6 Millionen Euro investiert. 2006 war Baustart für das Mammutprojekt. Wolfsfelds Ortsbürgermeister Heinz Jung freut sich. Die Umgehung bringt eine wesentliche Entlastung, eine spürbare Entlastung für die Anwohner direkt an der Straße. Die Straße soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagt Jung. Aber das ist keine Zeitspanne. Nachdem man so lange darauf gewartet hat, ist das ja also nur noch ein kleiner Zeitsprung. Die drei Brückenbauwerke stehen bereits. Unter anderem wird die Landesstraße 2 über die neue B257 geführt. Rund 180.000 Kubikmeter Erde müssen für die knapp 3 Kilometer lange Ortsumgehung bewegt werden. Ein Teil der Erde wird für einen Lärmschutzwall entlang des Wolfsfelder Neubaugebiets verwendet, ein anderer Teil für den Lärmschutzwall, der entlang der B51 bei Bitburg entsteht. Der Sport wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Vor dem Südwestschlager in der Oberliga am Samstag zwischen Trier und Saarbrücken beschwört Eintracht-Mittelfeldspieler Sebastian Hartung den Teamgeist. Wenn die Mannschaft wieder so geschlossen auftrete wie in der Vorrunde, sei gegen die Saarländer ein Sieg drin. Er verlangt wieder mehr Kampfeskraft und Konzentration auf das Wesentliche, nämlich die angepeilte Qualifikation zur neuen dreigeteilten Fußball-Regionalliga. Basketball. 6 Spieltage bleiben den hochgradig abstiegsbedrohten Trierer Basketballern noch, den sportlichen Klassenerhalt doch noch zu packen. Dazu ist ein Sieg im Kellerduell am Samstag gegen Jena Pflicht. Auch im Falle des sportlichen Abstiegs gibt es für die TBB noch Hoffnung, die Liga zu halten. Da ein sportlich qualifizierter Aufsteiger aus der zweiten Liga keine Bundesliga-Lizenz beantragt hat, werden sich Teams um den freien Platz bewerben können.